Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch mal meinen Discord-Server vor und ja, Würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit und fangen direkt an. Aber vorher, ich habe euch in der Videobeschreibung meinen Job, mein Instagram-Account, den Kanal, meine Ente und den Kanal meines Alpakas verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Übrigens auch mein Discord-Server, aber ich kenne mich mit Discord noch nicht so gut aus und deshalb weiß ich nicht, ob die Einladung nach einer Zeit abläuft. Ich habe zwar auf unendlich haltbar gestellt bei der Einladung, aber ich weiß nicht, ob die trotzdem nach einer Zeit abläuft. Aber ja, ich habe sie jedenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn sie abgelaufen ist, kann ich nichts dafür, Entschuldigung. Aber ja, würde ich sagen, dann liegen wir gar nicht lang drum rum und fangen an mit dem Video. Also Leute, noch ganz kurz, weil es sich gewünscht wurde, dass ich Gardic Phone spiele mit meinen Fans. Das mache ich am Donnerstag, also übermorgen, ist dann am 6. Mai um ca. 16 Uhr sowas. Ich werde dann den Link für die, also für alle, die Gardic Phone nicht kennen, ich hab schon mal kurz auf Google geschaut, was Gardic Phone so ist. Und das ist einfach so eine Website, wo man, soweit ich es verstanden habe, etwas zeichnen muss und andere müssen es erraten. Und ja, den Link dazu, also dass ihr in meinen sozusagen, wie soll ich sagen, es gibt ja verschiedene sozusagen Rooms, also wo ein paar Spieler spielen, dann wieder einer, wo andere, und den Link zu meinem Room, den schicke ich in den Discord-Server rein. Und ja, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und hoffentlich sehen wir uns am Donnerstag dann wieder. Aber jetzt wirklich genug, fangen wir an mit unserem Discord-Server. Also Leute, wir befinden uns jetzt schon auf Discord und hier sind noch ein paar andere Discord-Server, zum Beispiel hier Black and White. Den Discord-Server findet ihr zum Beispiel bei meinem letzten Podcast, also bei dem letzten Podcast von mir, GoldenSide44, und bei dem nächsten auch wieder. Und ja, das ist mein Server, der Flüschi-Fan-Server. Wie schon gesagt, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und hier gibt es eben Regeln, also dann nur ein Chat für Admins, dann nochmal Regeln, dann wenn jemand beitretet, dann sieht man das hier, dann general einfach so ein Chat, wo so können, wieso können in diesem Kanal nicht normale Nachrichten stehen? Ne, das wollte ich nicht. Egal, machen wir weiter. Hier eben Memes, wenn man jetzt bei den Memes eingibt, please Meme, dann wird einem ein Meme gezeigt. Hier ein Musikkommand, zu dem komme ich später nochmal. Bot-Commands, da kenne ich mich auch noch nicht so gut aus mit den Bot-Commands. Ein paar kenne ich schon, please search zum Beispiel, aber keine Ahnung, was sich das bringt, aber ja. Dann hier Level Up, wenn man hier eingibt, also minus Rank oder minus Level, jetzt schreibe ich minus Level, wird dann angezeigt, welches Level man ist und welchen Rang man hat. Und hier noch Support, wenn man irgendwelche Fragen hat, dann bitte in diesen Kanal. Ja. Und jetzt nochmal, also im General möchte ich jetzt eigentlich, manchmal werden hier auch, krass, mit meinem Profilbild zugepostet, krass, aber nee, hier werden manchmal auch ja, aber egal, die Nachrichten lösche ich eigentlich, wenn jemand schreibt, also hier das Level anfordert, also hier schreibt minus Level, das geht auch, aber diese Nachrichten möchte ich, ich möchte das Level nur in diesen Kanal kommen, Memes nur in diesen und ja, der Rest eben Bot-Commands hier und das. Dann hier nochmal, wenn ihr Videoideen habt, schreibt sie mir hier rein, hier zum Beispiel, da kam die Idee, Gardic Phone zu spielen und das mache ich am Donnerstag. Und ja, also wenn ihr Ideen habt, in diesen Kanal hier rein. Und wenn ich jetzt ein Video hochgeladen habe, wie gestern, oder wenn ich mal ein Video hochlade, mein neues Video ist gleich online oder sowas, dann kommt es auch in diesen Kanal. Und jetzt habe ich, und ja, bewerten wir mal ganz gut. Also Leute, machen wir weiter. Ich wollte gerade nur schnell noch was sagen. Also hier sind noch Sprachkanäle. Also hier eben General 1, 2, 3, einfach, wenn jetzt, sag mal, angenommen, hier einfach ein paar, zum angenommen,
Kevin und Erzherzog Christoph, angenommen, jetzt reden möchten, können sie natürlich auch privat reden, oder angenommen, Kevin, Erzherzog Christoph und Enis, angenommen, dann könnten sie zu dritt eben General 1 sein oder sowas. Und wenn jetzt angenommen einer von denen dann inaktiv ist, könnte man ihn in den AFK-Kanal verschieben. Dann erscheint diese Meldung, wenn man inaktiv war und es in den Inaktivitätskanal kommt und ja, eben dann in AFK ist. Der Kanal ist für Gaming, wenn man jetzt ein Spiel streamt, keine Ahnung, da kenne ich mich noch nicht so gut aus mit Streamen und sowas. Ich habe schon mal probiert, aber nur Spaß, aber ich kenne mich noch nicht so gut aus. Und hier Musik, da gehe ich jetzt rein, dann in Musik-Commands. Und wenn ich hier irgendein Lied eingebe, kann jedes Lied von YouTube sein, kann auch ein normales YouTube-Video sein. Ich nehme jetzt mal ein Lied, dann schreibt man das her und kommt das, und dann sieht man hier Hydra, das ist ein Bot, der eben die Musik abspielt, genauso wie hier überall, und dann hört man das eben für alle, die im Channel sind. Ich bin jetzt stumm geschaltet. I'm having a bad night, you have anything to write. Dass man nicht jetzt wieder besser hört. Hydra kick ich schnell von. Ne, nicht kicken, nur Verbindung trennen. So, und ja, das war eigentlich jetzt schon großteils mein YouTube-Kanal, sage ich. Mein Discord-Server. Ich gehe jetzt mal in Gaming und versuche mal kurz meinen Bildschirm zu übertragen. Also, es geht eigentlich, glaube ich, ganz okay. Ich probiere einfach nur mal Kamera ganz kurz. Damit, und dann ist man eben live, nee, keine Ahnung, ich beende jetzt mal. Ja, wie schon gesagt, mit dem, ich kenne mich noch nicht so gut aus auf Discord und deswegen streame ich noch nicht, aber ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch mit dem Video. Also Leute, danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder oder auf meinem Discord-Server. Wie schon am Anfang vom Video gesagt, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss!